Bei ProSieben hat das gute alte Poker eine lange Tradition. Ja, seit Jahren bereits lädt sich Stefan Raab Menschen ein, um mit ihm zu pokern. Wir haben uns gedacht, wir brauchen das heute mal mit Prominenten. Und im Endeffekt ist es Poker Light, denn wir spielen sogar ganz ohne Karten. Herzlich willkommen im Casino Fatal. Ja. Das einzig Wichtige beim Pokern, sage ich als vollkommener Laie, ist eigentlich der Einsatz. Und der Einsatz am heutigen Abend ist folgender. Butter. Oder wie wir gerne sagen, dicken Salat. Das ist der Einsatz. Und wir spielen Poker ohne Karten nach den gängigen Setzregeln. Es geht nämlich darum zu setzen, wie viele dieser Portionen Butter man bereit wäre zu essen. What? Ja, das, was man sich heute Morgen so unschuldig aufs Brötchen geschmiert hat, bekommt auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Jeder Jeton, den ihr vor euch liegen habt, ist eine Portion, also 30 Gramm Butter. Ein Jeton ist ein Butter. Ein Jeton ist ein Butter. Klaas, da Finnland dein Land war, darfst du entscheiden, ob du anfangen möchtest mit Sätzen oder ob du Joko den Vortritt lässt. Ihr pokert euch immer jeweils um eins hoch, bis bei euch die persönliche Ekelgrenze einsetzt. Ja? Nur ganz kurz für mich, wir essen die Butter mit was? Also mit Butter. Wir essen nur die Butter? Mit Butter. Und Messer und Gabel. Du isst die Butter mit Messer und Gabel. Ah, okay. Das macht. Entschuldigung, ja, das ist immer noch Qualitätsfernsehen, absolut, was wir hier machen. Dann aber die Gabel bitte an, sind reingedeckt. Jedes Jeton steht für 30 Gramm Butter. Ihr könnt euch jeweils um ein Jeton hochbetteln, bis einer von euch beiden sagt, vergiss es. Mach ich nicht. Ich wünsche dir viel Spaß. Nehmen wir an, Klaas sagt, er isst 7 Packen Butter. Joko ist raus. Dann liegt das Ding bei Klaas und du müsstest dann an dieser Stelle 7 Packen Butter, also 7 mal 30 Gramm Butter verzehren. Oh. Wenn du das geschafft hast, bekommst du einen Punkt. Klaas, du darfst entscheiden, wer anfängt. Naja, dann soll der anfangen. Lass mal. Du fängst an. Der hat einen sehr nervösen Magen. Ich könnte mir vorstellen, dass das im unteren Bereich schon... Wichtiger Einschub noch, wenn derjenige, der diese Butter essen muss, daran scheitert, geht der Punkt automatisch an ja, den anderen. Ich wollte das nur noch mal, ich will den Druck nicht unnötig erhöhen, aber manchmal Och, dann Mann, doch. Ey. Du fängst an, Joko, setzt du eine Portion Butter, die steht für 30 Gramm. Ja, hilft ja nichts, ne? Eins muss, ihr kennt das Schwein. Ne? Oh Gott. Klaas, ziehst du nach? 2? Ja, ja, klar. Das ist sicherlich. 2. 3, Winterscheid, Fragezeichen. Oh Gott. 1 hat 30 Gramm, ne? Mhm. 90 insgesamt. Ich kann bis 3000 zählen, falls das nötig ist. 90 Gramm. Also 3 Portionen. 90 Gramm Butter. Wie viel hat so ein 200. 250. 250. Ein handelsübliches Päckchen Butter hat 250 Gramm. Wenn man sich da vorstellt, wie man da mal so genüsslich reinbeißt. Ich werde auf jeden Fall das Gesicht machen von diesem Typen, der letzten 15 Millionen gewonnen hat. Ne? Absolute Emotionslosigkeit am Pokertisch. So. 4. 4 Päckchen wären die Ansage. Also 4 mal 30 Gramm. 120, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Och. Ja, kein Problem. 120 Gramm. Ich liege 3-1 hinten. Lass es, mach. Lass es, mach. Ja, ich habe den nervösen Magen. Ne? Es ist ein Eimer unter dem Tisch. Die Frage ist, ich versuche gerade, das Ding ist, wenn ich jetzt sage, ist 4, glaube ich, noch machbar. Wenn ich jetzt aber 5 hinlege, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass das größte Schwein ist in Bezug auf, ich will gewinnen und er könnte halt davonziehen. Ich mache 5. Da muss er. 5. 150 Gramm, selbstverständlich. Klaas, machst du 6? Dazwischen kriegst du ganz viel Luft, Luft. Das ist witzig. Ja, das ist lustig. 6, findest du das auch witzig? 6. Eins, zwei, drei, 480 Gramm.
Die ist schön runtergekühlt. Und? Wie sieht's aus? Machst du? 210? Guten Appetit. Ja, damit ist die Nummer durch. Gramm Butter. Also 180 Gramm pures Fett mit bisschen Milch. Nee, warte, Entschuldigung, wir sind alle gut erzogen, wir machen das mit Manieren, wir machen das hübsch. Wir nehmen das Erste, wenn Sie mal gucken wollen, es ist echte Butter. Das Erste von 180 Gramm, von 6 Stück. Die zu Hause müssen gar nicht so laut lachen, damit ihren Erdnussflips, ne? Halt ist nichts anderes. Schmeckt aber besser. Können wir es jetzt wie bei so einer Kochshow, könnten Sie auch mal alle im Hintergrund so machen? Vielen Dank. Das habe ich mir immer schon gewünscht. Ich habe da schon mal was. Wir machen heute Butter. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Butter. Hast du es runter? Ah, Päckchen 1 von 6 wäre dann gelutscht. Ja, das ist ein Applaus wert. Option 2. Ich denke an Brötchen. Mit Butter. Da muss ich ja nicht dran denken, das ist ja da, ne? Ich denke halt die ganze Zeit, naja, was ist das denn eigentlich großartig, ne? Das ist halt so... Ein bisschen Fett. Fett, so, es ist so ein bisschen eigentlich, ein bisschen so wie alte Milch, ein bisschen oder so. Du musst dir einfach vorstellen, du isst die Butter für die Brötchen für den Rest des Jahres schon mal vor. Krieg ich nie wieder einen Schluck auf vertrocknetem Brot. Nie mehr. Oh, das ist eklig. Aber dass du die auch immer noch kaust, Respekt. Mm-mm. Nee, ach so, sieht so aus. Verzeihung. Aber den richtigen Moment finden. Das ist wie... Du bist ein richtiges Naschmaul, ne? Ja. Lecker Mäulchen. Ich ärgere mich gerade, ich glaube, das war ein Schuss in den Ofen hier. Es sind 180 Gramm. Ich probiere mich gerade. Das ist das zweite. Ah, wie viel muss er? 6? Ja. Boah, das ist halt wirklich eklig, ne? Ich probiere mich die ganze Zeit zusammenzureißen und ich weiß halt, dass ich heute in Misskredit geraten bin, was coole Posen anbetrifft. Aber wenn du das Ding hier durchziehst, ne, dann kannst du gerne eine coole Pose machen, da sage ich nichts. Aber so viel wie du davon isst, musst du vor allem viel Sport machen danach, ne? Ja. Kannst ja schwimmen gehen. In einem Eisloch zum Beispiel. Ich bin nicht so fett wie du. Das ist richtig. Das hat sich aber gerade erledigt, glaube ich. Wir hätten auch diese körnige Halbfettmargarine nehmen können. Oh, bitte, gehört mal bitte kurz auf. Ich weiß, das ist eine Fernsehsendung. Man spricht nicht mit vollem Mund. Wenn du runtergeschluckt hast, kannst du was sagen. Oh, jetzt wird's eklig. Mir wird schlecht vom Zugucken. Ihm wird schlecht vom Butter essen. Ich esse wirklich privat kaum Butter. Mach mal alles direkt drauf, Nutella direkt drauf. Nutella ist eigentlich nur eingefärbt. Ich mach immer unter Salami immer Ketchup. Da hast du gar gesagt, Nutella ist nur eingefärbt? Eingefärbte Butter. Vom Fettgehalt jetzt. Stell dir vor, das ist weiße Schokolade, was du da isst. Weißes Nutella. Im Block. Du kannst jederzeit aufgeben, ne? Also ist überhaupt kein Problem. Du kannst jederzeit aufgeben, dann kriegt Joko den Punkt. Dein Magen wird zumindest einigermaßen geschont. Dann kriegst du aber keinen fetten Props von mir. Meinst du? Oder ist das der Regen? Von deiner Nasenspitze. Das Schweiß, der von der Oberlippe perlt. Wie beim Promi, den er hier gerade, ne? Ganz ehrlich, lieber, ne? Esse ich einen Quadratkilometer Butter, als zum Promi-Dinner zu gehen. Wir können, das ist überhaupt kein Problem. Wir hätten hier Päckchen 4, Portion 4. Wir würden damit die 120 Gramm Marke erreichen. Hast du noch einen Mund? Ja. Kriegst du noch einen Luft? Darf ich dir mal im Bauch pieken? Ganz ehrlich, du bist wirklich, und das weiß jeder deutsche Fernsehzuschauer, der letztes Jahr reingeschaut hat, ja, du
bist die größte Flasche, wenn es um alle möglichen Sachen geht. Dich hängt man an, dich hängt man an ein 2-Meter-Brett und du fängst an zu heulen. Ne? Und du machst hier einen, Aufstand. Willst du mir jetzt gerade hier eine Ansage machen, weil du gerade Butter isst? Wenn es um Schadenfreude geht, ist der Herr Winterscheid ein wahrer Weltmeister. Ich möchte ganz kurz zu Motivationszwecken für dich sagen, Klaas. Solltest du diese 180 immensen Gramm Butter und damit verbunden schätzungsweise 47.000 Kilokalorien zu dir nehmen, dann würdest du 4-1 führen. Das wäre im Hinblick auf das Finale eine sehr, ein sehr kluger Move. Nur als, ne? Sonst wird es halt ein 3-2. Die Leute, die anfeuern? Nee. Entschuldig bitte. Das war ein bisschen eklig, halt zu. Oh nee, da kann ich ihn nochmal in den Mund stecken. Ja. Ich habe gerade einen kleinen Würgereiz gehabt. Ich schaff das nicht. Bist du raus? Ich musste wirklich gerade kotzen, bevor ich hier hinkotze. Ich bin nicht Evil Jared, es tut mir leid, ich kann das nicht. Bist du raus? Ich, Finnland war nicht mein stärkstes Land. Das Spiel danach war auch nicht mein stärkstes. Nimm es, ja? Schlacht gewonnen, aber der Krieg geht weiter. Der Abstand, der schrumpft. 3-2. Es steht 3-2 für Klaas.